In diesem Video zeige ich euch, wie ihr auch mit kleinem Budget anständige Videos produziert und warum euch das als Freelancer nützt. Habt ihr gewusst, dass 80% der Internetnutzer Videos auch nach Monaten noch in Erinnerung behalten? Dabei kann es sich um die neue Episode der Lieblingsserie handeln oder aber auch um ein Produktvideo. Das liegt einfach daran, dass wir Bewegtbild besonders gut abspeichern. Es ist also kein Wunder, dass immer mehr Unternehmer und auch Einzelkämpfer Videos produzieren und ins Internet stellen. Wie aber macht man das, auch wenn man wenig Geld zur Verfügung hat? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Am Anfang steht wie so oft die Frage, womit starten? Wenn ihr schon ein Smartphone zur Verfügung habt, was dem etwas neueren Standard entspricht, ich rede hier von Jahrgängen 2015, 2016 zu einem Mittelklassepreis, dann habt ihr schon einen sehr guten Videostandard, denn die meisten Smartphones dieser Kategorie verfügen über eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Das ist der Full-HD-Standard, der bei YouTube, Vimeo und anderen Videoplattformen gang und gäbe ist. Ihr könnt auch in 4K produzieren, das ist jetzt quasi der sich langsam anbahnende Standard. Wenn euer Smartphone 4K-Videos aufzeichnen kann, dann ist das natürlich eine super Sache. Das solltet ihr aus meiner Sicht auch nutzen. Beachtet aber dabei, dass 4K-Videos sehr ressourcenhungrig sind. Sie brauchen viel Festplattenspeicher, insbesondere das Rohmaterial. Und im Schnitt braucht ihr auch einen leistungsstarken Rechner, damit dieses 4K-Material überhaupt geschnitten und verarbeitet werden kann. Als nächstes Bauteil eures Video-Equipments braucht ihr ein Stativ. Das liegt einfach daran, dass wir wollen ruhige Bilder haben. Gerade wenn ihr ein seriöses Video dreht, dann ist die Wackelkamera fehl am Platz. Und ein Stativ gibt es schon sehr kostengünstig für 20 bis 25 Euro. Holt euch noch eine Halterung zum Draufschrauben dazu, damit ihr euer Smartphone darauf auch platzieren könnt. Und dann seid ihr schon bei 25 bis 30 Euro dabei, um da stabil loszulegen in der Videoproduktion. Jetzt haben wir noch ein wichtiges Teil im Video-Equipment, was häufig vergessen wird, und zwar geht es dabei um den Ton. Eure Bilder können noch so glasklar sein, das Videomaterial kann noch so gut aufgezeichnet sein. Wenn der Ton nichts taugt, dann springen euch die Nutzer ab. Ich würde euch also dazu raten, mindestens so ein kleines Ansteckmikro zu holen. Das kostet auch in einer guten Qualität nicht mehr als 20 Euro. Und ihr werdet spätestens in der Post-Production, im Schnitt also, in der Nachbearbeitung, werdet ihr merken, dass dieser Klang, dieser glasklare, satte Klang einen großen Unterschied macht im Vergleich zum reinen Aufnehmen des Tons über das Smartphone-Mikrofon. Wenn ihr draußen dreht, wie es viele YouTuber zum Beispiel machen, zu normalen Lichtverhältnissen in der Sonne, dann habt ihr mit diesen drei Komponenten schon eigentlich alles, was ihr braucht. Ihr habt das Stativ, ihr habt die Kamera respektive das Smartphone und das Mikrofon zum Ton aufzeichnen. Möchtet ihr jetzt aber in Innenräumen drehen oder mit einem Greenscreen, dann braucht ihr noch mehr Equipment. Dafür empfehlen wir euch Sets. Wir haben euch mal drei in der Videobeschreibung verlinkt. Und in diesen Sets sind folgende Komponenten enthalten. Einmal mehrere Beleuchtungsmöglichkeiten, sprich ihr habt dann auch einzelne Stative mit Lampen, die ihr so anordnen könnt, dass ihr gut ausgeleuchtet seid vor eurem Greenscreen. Dann natürlich auch Stoff, um den Greenscreen zu realisieren. Das ist dann respektive wahlweise grüner Stoff, schwarzer Stoff oder weißer, je nachdem, wie ihr das handhaben möchtet. Und in diesem Set ist dann einfach alles drin, um schon mal damit loszulegen. Für den nächsten Schritt ist es egal, ob ihr eure Videos drinnen oder draußen gedreht habt. Wir gehen jetzt nämlich in die Phase der Post-Production, in den Schnitt. Da gibt es verschiedene Programme, die sehr gut sind, beispielsweise DaVinci Resolve. Das ist ein sehr beliebtes Schnittprogramm. Ja, warum? Ist ganz einfach. Für Privatanwender ist dieses Tool kostenlos, aber es ist keineswegs ein Amateurwerkzeug. Im Gegenteil, auch Profis arbeiten mit DaVinci Resolve. Der Nachteil allerdings ist aus meiner Sicht, dass man als Einsteiger wirklich schwer reinkommt. Es ist hochkomplex und umfangreich. Ich empfehle euch den Power Director von Cyberlink, nicht zuletzt, weil es dort im Gegensatz zu DaVinci Resolve auch eine deutschsprachige Version gibt und ihr kommt auch sehr leicht da rein. Ich zeige euch das jetzt im Screencast, wie man ganz einfach Videos mit dem Power Director schneidet und direkt bei YouTube, Facebook und Co. hochladen kann.
Wir befinden uns jetzt mitten im Cyberlink Power Director. Das ist auch das Schnittprogramm, mit dem ich meine Videos schneide. Ich kann es euch sehr empfehlen, weil es einen intuitiven Zugang hat. Es überfrachtet den Nutzer nicht mit zahlreichen Funktionen und Features. Man ist gleich mittendrin statt nur dabei und kann es wirklich wunderbar ausprobieren. Dazu habe ich jetzt mal einen anderen Freelancer Spotlight geöffnet und wir schauen uns das im Einzelnen an. Ihr seht, wir haben verschiedene Video- und einmal Video- und Tonspuren. Wir können auch weitere Video- und Tonspuren darunter legen. Auf der ersten Videospur habe ich jetzt meinen Hintergrund implementiert. Wenn ich das jetzt so ein bisschen verkleinere, seht ihr, da ist dann Schwärze. Das ist dem Greenscreen geschuldet, da komme ich auch noch gleich drauf zu sprechen. Ihr seht, hier oben habt ihr eure Medienbibliothek und ihr könnt euch Inhalte einfach per Drag and Drop reinziehen. Bilder, Videos, aber auch Audiodateien. Und da haben wir auch diesen entsprechenden Hintergrund, den ich dann hier oben eingefügt habe. Nun ist es so, dass ich ein Video gedreht habe mit Greenscreen im Hintergrund. Davon seht ihr jetzt hier in der Ansicht nichts mehr. Auch wenn wir das Video abspielen, ist der Greenscreen verschwunden. Dazu herzlich willkommen zum Freelancer. Die Videodateien, wenn ihr sie hier oben angelagert habt, könnt ihr sie auch mit Drag and Drop in die Spur ziehen. Da seht ihr auch durch diese gelbe Linie die ungefähre Länge, die das Video auf der Videospur beansprucht. Das haben wir jetzt aber hier schon gestückelt. Und wir nehmen jetzt das Video mal als Beispiel, klicken zweimal rauf. Dann zeige ich euch mal, wie das Ganze vorher aussah. Ihr kommt sofort in die Auswahl der verschiedenen wichtigen Einstellungen. Wo ist das Video zu platzieren? Breite und Ausmaß könnt ihr festlegen. Und im Chroma Key, das ist eben dieser Greenscreen-Modus, den ich da eingestellt habe. Wenn ich die jetzt nämlich rausnehme, seht ihr den Greenscreen. Das solltet ihr natürlich nicht im fertigen Video. Und das kann ich hier einstellen. Ich aktiviere diese Funktion und lege die Farbe fest, die entfernt werden soll. Das ist in dem Fall das Grün und schon bin ich freigestellt. Hier könnt ihr dann noch einzelne Details anpassen, dass das auch wirklich sauber aussieht. Wir haben hier noch etliche verschiedene Einstellungsmodi. Damit gehen wir auf OK und haben das Video schon bearbeitet. Wenn ihr jetzt noch Farbkorrekturen, einen Weißabgleich oder Ähnliches vornehmen wollt, klickt ihr auf Korrigieren und Verbessern und könnt das hier in der Detailansicht problemlos machen. Das sind die Basics, um Videos beim Power Director zu optimieren. Wenn ihr schneiden wollt, dann könnt ihr das an jeder beliebigen Stelle eines Clips tun. Dazu geht ihr in der Zeitleiste auf den gewünschten Abschnitt, klickt auf den Clip, den ihr beschneiden wollt und dann drückt ihr STRG T und schon habt ihr einen Schnitt gesetzt. Wenn wir jetzt in dem Video weitergehen bis zu einem anderen Punkt, an dem wir einen speichern, zusätzlichen Schnitt zu archivieren, wollen, zu filtern und so weiter und so fort, drückt ihr auf Play und wieder auf Stopp, dann STRG T und schon, jetzt ist nämlich etwas Interessantes passiert. Ihr seht hier dieser Clip und dieser wurde mitgeschnitten. Das lag daran, dass ich den Clip nicht explizit markiert habe. Das seht ihr an dieser Blaufärbung. Ist aber kein Problem, das können wir rückgängig machen, indem wir auf STRG Z drücken, wie ihr auch alle anderen Änderungen rückgängig machen könnt im Power Director. Ich möchte also nur diesen Clip beschneiden, dann drücke ich STRG T und ich habe hier dann das Fragment, das ich löschen möchte. Dazu drücke ich auf Entfernen, habe nun drei Modi, was mit den weiteren Clips oder dem Video generell passieren soll, wenn ich jetzt diesen Clip entferne. Nehmen wir an, ich möchte eine Lücke lassen, dann klicke ich hier rauf und weg ist das Bildmaterial. Wie gesagt, STRG Z. Mache ich alle Schritte rückgängig, wenn ich das möchte und ich kann weiterarbeiten. Ihr könnt auch, ihr seht, ich habe hier eine separate Audiospur. Die Zeit nehme ich mir, dass ich ein zusätzliches Mikrofon benutze, da ich der Meinung bin, dass dadurch der Klang noch besser wird als bei der normalen Kamera. Ihr könnt diese Audiospur auch noch bearbeiten im Wave Editor. Da könnt ihr Fade-ins und Fade-outs machen und die Lautstärke regulieren, viele andere Effekte noch einfügen. Dazu klickt ihr einmal rechts auf die Audiospur, geht auf, wo haben wir es, Audio bearbeiten und dann Wave Editor. Und dort könnt ihr dann auch nochmal, wenn ihr Audio bearbeiten wollt, das im Detail vornehmen. Das sind die Basisfunktionen vom Power Director. Damit könnt ihr schon eine ganze Menge machen. Wenn ihr jetzt sagt, mein Video ist fertig, es soll raus in die Welt, gehen wir auf Produzieren. Und haben auch dort verschiedene Optionen zur Auswahl. Nämlich Standard 2D, da ist schon ein Benutzerprofil voreingestellt. Wir haben MP4 als Dateiformat. Und hier
würde ich auch nochmal empfehlen, geht auf Bearbeiten, denn im Videomodus legen wir auch nochmal fest, die Auflösung 1920 mal 1080 Pixel, das ist die Full-HD-Auflösung, Bildrate können wir nochmal festlegen und vor allem auch wichtig, Audio Dolby Digital möchte ich nicht, sondern ich möchte diese Einstellung vornehmen mit einer höchstmöglichen Komprimierungsrate, um einen satten Sound zu haben, einen glasklaren Klang. Das ist jetzt aber noch nicht alles. Wir können jetzt das Video auf der Festplatte speichern, wenn wir auf Starten klicken. Wir können aber auch das Video direkt online hochladen. Dazu gehen wir auf diesen Reiter. Und ihr seht schon, wir haben die Wahl, das Video bei Facebook hochzuladen oder auch bei YouTube. Wir können hier sogar schon den Titel festlegen, eine Beschreibung, die Tags können einstellen. Ist das öffentlich zu sehen? Soll es noch privat bleiben? Finde ich eine sehr entspannte Funktion, eine tolle Schnittstelle. Dazu müsst ihr eure Accounts aber mit dem Cyberlink Power Director Account auch verknüpfen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, das waren die Basisfunktionen des Power Directors. Es gibt noch ein cooles Feature, was ich euch noch zum Schluss zeigen möchte, und zwar Aufzeichnen. Dort könnt ihr eine Bildschirmaufzeichnung vornehmen. Dann klickt ihr hier auf dieses Symbol und dann könnt ihr die Bildschirmaufzeichnung direkt mit dem Tool aufnehmen und das dann hier bei Bearbeiten einspeisen und damit arbeiten. Finde ich bei Screencasts sehr, sehr hilfreich. Ja, insofern ist das für mich ein All-Inclusive-Paket beim Power Director. Ich wünsche euch viel Spaß damit, probiert es mal aus und ja, viel Erfolg. Fassen wir noch einmal zusammen, was ihr für eine gute Videoproduktion benötigt. Eine Kamera bzw. ein Smartphone für Full-HD-Aufzeichnungen, besser noch 4K, ein Stativ, ein Ansteckmikrofon und bei Bedarf ein Greenscreen bzw. ein Beleuchtungsset. Alles zusammen, das Smartphone einmal ausgenommen, weil ich davon ausgehe, dass ihr eins zu Hause habt, kostet nicht mehr als 200 bis 250 Euro. Da habt ihr schon gutes Basis-Equipment. Und wenn ihr wissen wollt, womit ich meine Videos drehe, ihr habt alle Komponenten unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr direkt draufklicken und euch das Equipment anschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Videotipp zur Produktion von Videos geholfen. Wenn ihr keinen Freelancer-Tooltip aus unserem Spotlight mehr verpassen wollt, dann abonniert doch die Social-Media-Kanäle von trusted.de. Nehmt auch gleich den Newsletter mit. Ich kann euch versprechen, da erhaltet ihr keinen Spam, sondern wirklich qualitativ wertvolle Infos. Und ich sage, bis zum nächsten Video. Ciao.